Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir heute mal mit sogar Voiceover machen wir einfach mal ein Beat zusammen. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal direkt an. Also weil ich zu faul war, jetzt eine eigene Melodie zu machen, habe ich im Internet diese wunderschöne Melodie gefunden. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. Also ja, ist eine sehr schöne Melodie, bringt sehr viel so einen Vibe rüber und so. Und deswegen habe ich die genommen. Dann dachte ich mir einfach mal, gehen wir direkt zu den Drums. Zu den Drums habe ich einfach angefangen mit einer ganz normalen Clap, immer die Clap auf die 3. Also ich weiß nicht, vielleicht so eine House Clap oder so. Ja, da habe ich die Clap gelayert mit einer, das immer auf die, also auf die erste Clap kommt immer, sieht man hier ganz gut. Kurz mal das. Das ist so eine, glaube ich, so ein bisschen mehr so eine Hip-Hop-Clap. Mit jetzt so ein bisschen so einen eigenen Touch wegen diesem, glaube ich, Reverb. Ja. Und das kommt zusammen dann ganz cool. Jo, danach habe ich mir so einen Perk genommen. Ist ein bisschen wie so eine Hi-Hat, aber diese Hi-Hat ersetzt so ein bisschen so eine Snare. Ja, bringt so einen ganz so einen coolen Bounce rein. Ja, dann habe ich noch eine Perk genommen und einfach die letzten immer gelayert, dass sich das zusammen dann so anhört. Das ist dann so eine Perk, die ist mehr so ein Vocal-Schreien. Ja, dann nochmal so einen coolen Touch. Dann habe ich mir eine Bongo genommen. Das ist dann so ein bisschen wie so eine Kick, aber eigentlich nur für den Sound wirklich. Ja, danach kommt die nächste Perk, das ist dann wieder so eine Snare. Das ist ja wirklich jetzt so Afrobeat-mäßig. Bringt nochmal so einen sehr coolen Bounce rein, finde ich. Ja, dann kommt jetzt so ein Tom. Das ist ein bisschen komisch, da habe ich habe eigentlich zuerst als allererstes die Standard-Hi-Hat gemacht, aber es ist eigentlich ein bisschen langweilig, immer nur die 2, also wirklich die most basic Hi-Hat, die man machen kann. Ja, und dazu habe ich dann, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte mich erst verklickt und habe nämlich erst die Hi-Hat auf die 4 gemacht, das heißt, ich habe hier das auf die 4 gemacht, wollte ich ja natürlich nicht, aber dann hatte ich nämlich mit der Hi-Hat verklickt und das bei der Tom gemacht, das heißt, es hörte sich erst so an. Sonst sich jetzt vorstellen, dass das alles die gleiche Velocity hat, also alles so. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hörte sich das in meinem Kopf, also irgendwie, als ich das erste Mal abgespielt, hörte ich es gar nicht so schlecht an. Da habe ich das noch mit der Hi-Hat zugelegt, also es ist quasi gelayert. Das hört sich irgendwie so ein bisschen, auch so ein bisschen, gibt so einen sehr uniken Touch. Habe ich einfach so ein bisschen mit der Velocity rumgespielt, dass sich die Velocity so gemacht hat, dass immer die Betonung auf der 1 liegt. Ich finde, das bringt ein sehr cooles Gefühl rüber. Hat auch so ein bisschen was von, finde ich, von Afrobeats, oder bringt auch so ein bisschen Bounce halt rein. Ja, dann kommt eine Kick. Die Kick ist eigentlich auch relativ Standard, also dann spiele ich mal die Kick nur mit der Clap zusammen ab, damit man so ein bisschen checkt. Weil Kick funktioniert ja immer so mit der Clap zusammen. Ja. Dann alles zusammen hört sich das so an. Ja. Ja, also ich dachte mir, weil die Melodie quasi über den ganzen Beat spielt, also da jetzt nichts mehr Krasses passiert in der Melodie, dachte ich mir eben, dass die Drums dann sehr, sehr rausstechen sein müssen. War auch irgendwie nicht so, also so ein gesundes Maß daraus. Ich finde jetzt nicht, dass die. Die haben ein paar Parts, die Drums, die so sehr unique sind, aber ich glaube jetzt nicht, dass die kaputt machen, weil die so special sind. Das ist immer noch schlicht gehalten, zum Beispiel mit der Hi-Hat und so. Aber ja, dann kommen wir zu 808. Die 808, die 808 ist auch sehr simpel gehalten. Das ist hier, das mache ich immer zum Produzieren, wenn ich mir das Key, weil ich bin noch nicht so gut in der Musikproduktion und Music Theory und so. Deswegen habe ich mir hier den Key reingezogen, also welchem Key der
Sample ist, also welche Key die Melodie ist, in B Minor ist die Melodie. Deswegen ziehe ich mir das immer rein, dann weiß ich direkt, zum Beispiel, wenn ich noch eine Melodie, eine Countermelodie dazu gemacht hätte oder so, oder zum Beispiel C808, die ja im Key eigentlich sein sollte, ist das immer eine ganz coole Hilfe. Und das ist dann die 808. Also auch eigentlich eine sehr Standard 808. Die hier so am Ende so einen kleinen Touch hat mit dem Slide hier oben zu dem E. Ja, muss mal gucken, was ist für eine. Das ist auch eine sehr Standard 808. Ja, das ist dann alles zusammen. So, und dann bauen wir jetzt mal quasi mit den einzelnen Sachen, die wir haben, bauen wir dann jetzt mal den Beat zusammen. So, okay. Ich bin jetzt fertig mit dem, weiß ich nicht, Aufbau, wenn man das so nennt. Also ich habe quasi angefangen, dass ich diese Main-Melodie genommen habe vom Anfang an. Und die dann wieder gekartet habe zum Anfang. Das ist quasi 3 Takte lang. Und dazu habe ich hier noch einfach so ein Noise gefunden. Ich finde, das passte gut zu der Melodie und zu dem Vibe von der Melodie. Die Voice sind natürlich sehr, sehr leise. Und dann habe ich jetzt, wie gesagt, 3 Takte immer gekartet. Und dann bleibt die Noise hier noch, die Claps kommen dazu und so die 1-2 Perks. Die Melodie geht dann weiter und wird dann nochmal gecuttet bei quasi dem Main Part oder dem zweiten Part. Quasi startet die Melodie nochmal von vorne und die Noise geht weg. Das ist man wirklich, ich finde, das ist ein sehr, so, sehr cleaner Übergang zu den Drums. Hier nochmal die Besonderheit, dann habe ich die gleiche Melodie genommen und einfach einmal komplett abgepitcht, also eine Oktave, und dann kommt die hier sehr, sehr leise mit den vollen Drums dann nochmal dazu. Ich will nochmal so einen kleinen Übergang machen. Geht's mit der normalen Melodie einfach wieder weiter. Aber jetzt habe ich das so gemacht, ich habe den Bass daraus genommen. Also das ist ja hier quasi der Bass. Und den Bass dann sehr viel lauter gemacht, dass man den eigentlich hört. Weil wenn man den eigentlich hört, hört man ja den Bass. Das ist ja ganz leicht verdeutlicht. Ich wollte aber den Bass schon sehr deutlich hier haben. Und dann kommen nur die leichten Drops dazu. Das heißt die Claps. Und dann die Tom mit der Hi-Hat gepaart. Oder gelayert. Der Bass weg und dafür kommt die 808 dazu. Dann kommt hier wieder die Noise dazu und dann wollte ich hier so einen Special Mittelpart haben, indem ich halt die normale Melodie genommen habe und die einfach reversed habe. Das gibt dann auch nochmal ein sehr, sehr cooles Gefühl. Nach der Reverse-Melodie einen coolen Übergang zu bringen, habe ich mir gedacht, nämlich einfach das hier. Das wäre eigentlich andersherum gewesen, das würde sich eigentlich so anhören. Oder eigentlich, warte, ich muss mal gucken, wie habe ich das auf 217 BPM, okay, merke ich mir. So, weil eigentlich würde sich das so anhören. Aber das ist mir ein bisschen zu schnell und es hört sich auch gar nicht so cool an, weil wenn das nur so ein... Nee. Also ich finde, das hört sich nicht cool an, weil das zu schnell ist. Ich finde, das muss mehr mit der, wenn die Melodie schon reversed ist, dann muss das auch reversed sein. Auf jeden Fall habe ich das dann reversed, damit das quasi, mir geht es immer noch ein bisschen zu schnell oder ein bisschen zu hoch, weil die reversed Melodie ist ja so sehr tief, wenn man das sagen kann. Auf jeden Fall habe ich das dann noch so ein bisschen time gestretched, wenn man das so sagt. Stimmt. 127 BPM, keine Ahnung, was das macht. Oh ne, das waren 217. Hoffentlich.
Ja, auf jeden Fall finde ich dann, dass sich das viel cleaner zusammen anhört. Und dann kommt hier nochmal, die Noise ist immer noch, weil es sind ja keine Drums, sonst ist ja immer noch so der gleiche Vibe mäßig. Den Bass habe ich dann nochmal rausgenommen, dass ich den Bass dann nochmal extra höre. Zwar jetzt gerade nicht 13 Dezibel hoch, sondern jetzt 6. Weil ich finde, mit 13 Dezibel wird der Bass sich so ein bisschen zu doll in den Vordergrund kämpfen. Deswegen habe ich dann die normale Melodie genommen, wieder die leise gemachte, also so circa 5 Dezibel leise gemachte, hochgepitchte Variante. Finde ich, kommt das sehr cool wieder rein. Und dann geht es hier langsam mit den Drums wieder los. Fällt hier der Bass auf. Die gepitchte Melodie hat auch dann den anderen Part. Und dann geht es halt quasi hier wieder in die Drums rein. Das bleibt dann noch die ganze Zeit so, wenn dann aber hier nochmal die gepitchte Melodie, also dann hört es quasi hier wieder auf. Nach 4 Takten. Dann kommt hier nochmal ein so Zwischentakt, wo die hochgepitchte Melodie nochmal reinkommt. Dann geht es hier nochmal langsam mit der Hi-Hat rein. Also die Hi-Hat leitet das dann so mit rein mit den anderen Claps und so. Dann kommt hier nochmal die Kick. Und dann zum Abschluss geht es hier raus, wenn dann nochmal die Noise reinkommt. Ja. Ja, und das war's. Hier sind jetzt nochmal Effekte, weil ich habe ja schon mal einen Remix gemacht. Ich habe einen Remix damit gemacht mit dem Beat, wo ich Wake Up von Travis Scott und The Weeknd einfach quasi ein neuer Beat dafür gemacht habe, weil ich fand da irgendwie, als ich den gemacht habe, fand ich, passte das übel, hörte sich übel an, als würde das passen. Den kann ich jetzt nochmal verlinken hier im Outro, wenn das jetzt gerade hier schon das Outro ist, bestimmt. Sonst kommt es halt gleich. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen und ein bisschen Einblick gegeben, wie ich so meine Sachen mache. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.